So, ich bin jetzt gerade auf dem Weg ins Büro. Es wird eine neue YouTube-Folge gedreht. In dem Video geht es darum, welches Mindset brauchst du und wie setzt du dieses Mindset auch in die Tat um, damit du neue Kunden gewinnst. Für deine Dienstleistung, für dein Produkt. Du musst voll von dir überzeugt sein. Wie schaffst du das? Wie schaffst du es, mit Neins umzugehen? Wie schaffst du es, Dinge nicht persönlich zu nehmen? Wie schaffst du es, dich jeden Tag selbst zu motivieren? Darum geht's gleich. Freu mich. Let's go. Wir geben direkt Vollgas. Ja, hallo und herzlich willkommen. Neues Video hier auf meinem Kanal. Ich glaube, das ist jetzt das dritte Video, was ich hier hochlade. Wir haben auch noch ein Firmenprofil, also ein Firmenkanal. Wenn du eingibst in die YouTube-Suche Duru Consulting, da findest du auch knapp über 23 Videos, also mehrere Stunden wirklich richtig guten Content, den du natürlich auch verwenden kannst für dein Business, für dein Unternehmertum. Schlüssel. Und ja, da findest du auch richtig guten Content. Deswegen gerne auch mal da vorbeischauen. Aber in diesem Video geht es um dich. Es geht um dein Mindset. Es geht um das Grundlegende dafür, ob du erfolgreich bist oder ob du nicht erfolgreich bist. Warum gibt es Menschen, die gehen auf die Arbeit und haben keine Lust, zur Arbeit zu gehen? Andere Menschen, die freuen sich schon auf den Montag. Warum gibt es Menschen, die sagen, es ist auf der Welt alles scheiße, wie sich das verändert hat, die Menschen sind nicht mehr so wie früher, alles ist anders, und andere denken im gleichen Moment, die Welt ist so geil, das Geld liegt auf der Straße, alles ist möglich, alles ist machbar. Der eine freut sich, zum Sport zu gehen, und der andere denkt sich, boah, Sport, nee, gar keine Lust, kostet nur Zeit, mach ich lieber nicht. Der eine freut sich über seine Gesundheit und ist gesund, der andere denkt nur über Krankheiten nach. Also du merkst, in jeder Lebenslage gibt es zwei Seiten der Medaille. Und du musst auf die Medaille der positiven Seite kommen, der guten Seite. Es gibt Menschen, die sagen, Kaltakquise ist out. Kaltakquise bringt nichts, Kaltakquise funktioniert nicht. Im gleichen Moment machen Unternehmen durch Kaltakquise Millionen. Im gleichen Moment, im gleichen Atemzug. Das heißt also, du musst Pflicht dein Mindset auf Erfolg programmieren. Was heißt Mindset? Guck mal, ich kriege immer wieder Anfragen, Instagram, YouTube, E-Mail. Ich brauche einen besseren Leitfaden, einen richtigen Leitfaden. Bullshit! Bullshit! Klar brauchst du einen richtigen Satz, klar brauchst du eine richtige Struktur. Aber wenn du noch nie am Tag über eine Konstante von einem Monat mal täglich 100 Anwählversuche gemacht hast, dann komm nicht mit, ich brauche einen Leitfaden. Du brauchst erstmal das richtige Mindset und die richtigen Glaubenssätze. Das ist jetzt kein Scherz, live, das ist eine Fliege, die Punkte hier macht. Also Fliege, so eine kleine, ganz kleine, ja, ganz kleines Fliegelchen. Ist lustig, wie sensibel das ist. Cool. Aber sieht auch gut aus, gell? So ein bisschen. Du brauchst das richtige Mindset. Du brauchst das richtige Mindset. Mach einen Monat jeden Tag 100 Kaltakquise-Telefonate und dann zieh Resümee. Und dann brauchst du oder kannst es verfeinern, dass du aus 100 Anwählversuchen anstatt ein Termin 8 Termine machst. Aber am Anfang ist das Wichtigste dein Mindset. Und dazu Mindset. Was heißt denn überhaupt Mindset? Was heißt denn überhaupt Mindset? Mindset bedeutet nicht, ich warte jetzt noch mal ab, bis ich meine Ausbildung fertig habe und dann bilde ich mich im Bereich Verkauf weiter. Ich warte jetzt noch mal ab, bis ich die Jobzusage habe und dann bilde ich mich im Bereich Verkauf weiter. Ich bin jetzt aktuell noch in einem anderen Mentoring- oder Coaching-Programm, Luca, und wenn das vorbei ist, dann komme ich. Das ist alles Ausrede, das ist alles Bullshit. Der beste Zeitpunkt ist immer jetzt. Frag jeden erfolgreichen Menschen, was ihn zum Erfolg gebracht hat. Die sagen dir immer, die Kunst des Verkaufens war ganz, ganz entscheidend. Da gibt es sogar ein Buch, Psychologie der Superreichen von Dr. Rainer Zittelmann, wo der Selfmade-Millionäre und Milliardäre interviewt. Und dort hat er eine Befragung gemacht, wie wichtig ist die Fähigkeit des Verkaufens. Und dort kam als Ergebnis raus, dass
alle bis auf eine gesagt haben, Verkauf war die Grundlage dafür, wo ich heute stehe. Selfmade Millionäre und Milliardäre, alle aus dem deutschsprachigen Raum. Und jetzt willst du warten, bis du es richtig lernst. Jetzt warst du schon mal in einem Mentoring und du bist trotzdem nicht weitergekommen. Gibst du jetzt auf? Scherst du jetzt alle über einen Kamm? Das sind alles so Punkte, die ich dir gerade nenne, von Einwänden, von meiner Erfahrung, wenn ich mit Menschen spreche, die sich für unser Coaching interessieren. Das ist kein, sorry, aber das ist kein Mindset. Da bist du völlig fehl am Platz. Das ist Verlustangst. Das ist Angst zu investieren. Wenn man kein Geld hat, ich hatte damals auch kein Geld, ich wollte das Seminar machen, dann mache ich es einfach. Dann gucke ich nach Lösungen. Aber wenn man nicht mal dazu bereit ist, eine Entscheidung zu treffen, sorry, dann find keine Ausreden, sag einfach, du hast das Geld nicht, du traust dich nicht. Aber das ist dann schwierig einzusehen. Ja, das muss, das ist auch Mindset. Sich Fehler selbst einzugestehen. Das alles hat was mit Mindset zu tun. Und damit du auch mal weißt, was bedeutet denn auch Mindset? Mindset ist quasi auch in zwei Ebenen aufgeteilt. Einmal in das Bewusstsein und in das Unterbewusstsein. Zwei Ebenen gibt es. Was ist denn das Bewusstsein? Was ist das denn? Ich spring mal hier rüber. Was ist denn das Bewusstsein? Das Bewusstsein ist das, was du wahrnimmst. Du nimmst gerade wahr, dass ich hier spreche, du dir das Video anschaust, du vielleicht jetzt gerade bei dir im Zuhause oder im Büro bist. Das ist alles, was du kognitiv jetzt gerade wahrnimmst. Das ist dein Bewusstsein. Und dein Bewusstsein entscheidet jetzt gerade, was du tust. Und dein Bewusstsein sagt dir zum Beispiel, Kaltakquise scheiße. Dein Bewusstsein sagt dir zum Beispiel, diese Entscheidung will ich jetzt nicht treffen. Dein Bewusstsein lenkt dich in dem Moment. Aber was lenkt denn dieses Bewusstsein, wenn wir nochmal zurückspringen? Dein Unterbewusstsein. Dein Unterbewusstsein lenkt diese Handlungen. Ich vergleiche das immer mit einem Schiff. Ja, stell dir mal vor, das hier ist ein Schiff. Zack, 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 zack. Und hier ist der Kapitän. Der Kapitän ist dein Bewusstsein. Und der Kapitän gibt die ganze Zeit Befehle an die Matrosen, an dein Unterbewusstsein. Und du musst dir jetzt eins vorstellen. Diese Matrosen machen alles, was er hier sagt. Das heißt also, wenn wir nehmen mal an, hier ist ein Eisberg und er befiehlt, auf den Eisberg zuzusteuern, das würden die gar nicht mitkriegen, die würden weiterhin den Ofen beheizen und voll dagegen steuern. Heißt also, das, was du denen sagst, tun die. Das, was du deinem Unterbewusstsein sagst, ist Befehl. Führt man aus. Und das ist auch dann wieder ein Kreislauf, weil das, was du denen sagst, werden die machen und dadurch bewegt sich es voran. Also wird dein Ergebnis das immer sein, wie du dein Unterbewusstsein konditionierst. Und wenn du nicht bereit bist, in dich selbst zu investieren, wenn du Angst vor Kaltakquise hast, die nicht tust, keine Lust hast, negative Glaubenssätze dazu hast, dann hast du vorher dir im Bewusstsein die falschen Befehle gegeben. Du hast dir ganz falsche Befehle gegeben, die dazu führen, wo du gerade stehst, was du gerade tust. Deswegen, manchmal sage ich, oh, Kaltakquise ist nichts für mich. Oh, Selbstständigkeit ist nichts für mich. In dem Moment gibst du natürlich hier als Kapitän deinem Unterbewusstsein den Befehl. Und der Befehl führt es aus. Es wird wahr, Selbstständigkeit ist nichts für dich. Kaltakquise ist nichts für dich. Das heißt also, du musst ganz am Anfang, erster wichtiger Punkt, deine Befehle positiv formulieren. Befehle richtig formulieren. Ja, richtig formulieren. Du musst offen sein. Feedback. Ja, Feedback. Offen sein. Du musst die richtigen Systeme lernen. Ja, du musst das richtige Mindset haben. Und das kriegst du hier draus. Und dann brauchst du die richtigen Systeme.
Das ist ganz wichtig. Und dann wirst du ein richtig guter Profi. Dann wirst du eine richtige Maschine. Dann wirst du ein richtiger Elite-Seller. Du bist es wert. Du schaffst alles, was du willst. Du bist ein Elite-Seller. Du musst bereit sein, diesen Weg zu gehen. Du musst bereit sein, alles zu wollen, alles schaffen zu wollen, was im Leben möglich ist. Du musst bereit sein, durch deine Ängste durchzugehen. Du musst bereit sein, in dich selbst zu investieren. Du musst bereit sein, deine Verlustängste loszulassen. Du musst bereit sein, in Mitarbeiter zu investieren. Du musst bereit sein, dir Geld zu holen, um zu investieren. Du bist es wert. Du bist bereit dazu, bessere Ergebnisse zu bekommen. Du schaffst alles, was du willst. Du bist dein Elite-Seller. Das, was ich gerade gemacht habe, sind, dir die richtigen Befehle zu geben. Mach das selbst mit dir selbst. Sag dir das selbst. So und noch ganz viele andere Arten gibt es. Es kommt aus dem NLP, Neurolinguistisch Programmieren. Ich bin nicht nur Verkaufsexperte, ich bin sondern auch NLP-Master, daher kenne ich das. Wie du das Ganze anwendest. Und dann wirst du bessere Ergebnisse bekommen. Okay? Super. Du hast es wahrscheinlich gesehen, hier meine Schleichwerbung im Hintergrund. Wir bieten Mentorings an. Mentorings, Coachings, wo wir dich 1:1 begleiten. Egal, wo du gerade stehst. Wichtig ist, du hast schon ein Business, du planst ein Business, dann bist du der Richtige. Dann geh jetzt www.duru-consulting.de. Da gibt es einen Button, kannst ein Erstgespräch vereinbaren und dann wirst du kontaktiert. Wir werden mit dir ein Erstgespräch durchführen, wo wir herausfinden, deine Ist-Situation, wo willst du hin, können wir dir helfen überhaupt? Und dann gibt es immer noch mal ein Endgespräch, wo wir schauen über die Kondition. Heißt, geh jetzt dahin, trag dir dieses Erstgespräch ein, egal wo du stehst. Ich freue mich auf dich, dich persönlich dann auch kennenlernen zu dürfen. Hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Wenn ja, lass mir gerne ein Like da, kommentier gerne. Teil auch mal dieses Video. Teil dieses Video, helf deinen Freunden, helf deiner Family. Ey, wie viele Leute geben sich die falschen Befehle? Wie oft hörst du am Tag, das geht nicht, das funktioniert nicht, das ist das, weil der Glück hatte und immer wieder diese Ausreden. Immer wieder der andere muss was, der andere ist schuld. Nein, du bist schuld. Du bist verantwortlich. Du bist verantwortlich, kein anderer. Deswegen teil dieses Video, weil wenn das einem bewusst wird, gehst du ganz anders durchs Leben und wirst ganz andere Ergebnisse bekommen. Und merk dir eins, gib immer, 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 immer 110% und du wirst bessere Ergebnisse bekommen. In dem Sinne, gib immer 110%, dein Luca. Wir sehen uns beim nächsten Video. Let's go. Trag dich jetzt ein zum unverbindlichen Erstgespräch und ich zeige dir, wie du diese Systeme für dein Business übernehmen kannst. Also, trag dich jetzt ein und wir schauen, ob und wie wir dir helfen können. Let's go, Vollgas, immer 110%, dein Luca.